Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Anno Style. Wir sind wieder zu dritt hier mit dem Finn, dem Karaniba und mir, dem Nils. Und Max, dem Max, ja genau. genau. Ja, ich muss die Namen noch ein bisschen auswendig lernen, ich habe die alle noch nicht so im Ja, kein Kasten. Problem. Genau, und du warst vorhin Holz holen, richtig? Ja, ich platziere mal ganz viele Setzlinge hier. Ich werde sie mal hier düngen. Ich glaube, ich brauche mehr Öfen. Oh, du hast Ja, ein Dünger. bisschen. Ein paar Skelette letztes Mal in meiner Farmfolge. Beim Farm getötet. Ja, das war's auch schon. Dann holze ich die gleich ab wieder. So viel zum Thema, ich will mal bauen. Nein, ich mache den Baum jetzt noch und danach höre ich jetzt auf. Ich will jetzt auch mal was bauen. Ich glaube, die Blätter sollten jetzt ja vernünftig die spawnen hier, ne? Also bei denen sollte es Ja, ja. die sollten jetzt die spawnen, hoffe ich mal. So, hier ist Fisch. Köstlicher Fisch, Achievement. Welches Achievement braucht man eigentlich, also damit man das Diamanten-Achievement kriegt? Und welches davor? Ich weiß es nicht. Quest Hardware, Hot Topic. Ach, ich muss einen Ofen machen, wahrscheinlich? Nee. Weil ich habe Diamanten, aber ich hatte den Erfolg noch nicht. Das war ein bisschen doof. Okay. Das ist ja nicht so wichtig. Wobei ich würde sagen, Ich hab dir das Holz reingetan. dass wir auch, ja, ich würde das nochmal ganz Ja, kurz ja. ändern. Ich würde den Boden auch aus Eichenholz machen, weil der Boden drinne ist ja auch Achso, heller. ja Und genau, machen ich hatte wir das jetzt nur gemacht, um die Türen so, nochmal aufzuprobieren, wie die, ob die aufgehen und wohin die genau. aufgehen. Ich kann die nicht mehr aufheben. So, warte. So. Hä? Ach, das sind ja zwei Türen. Achso. So, genau. Jetzt kann ich noch, warte mal, ich jetzt den da hinschmeiße. Schmeiß mir den mal zu. Ah, dann kriegst du einen Erfolg, glaube ich, nur, ne? Ich weiß es nicht. Oder? Wie war das noch? Habe ich dir jetzt einen hingeschmissen? Also, nö. Ich hab keinen. Jetzt habe ich ihn wieder im Inventar. Okay. Das ist komisch. Na, komm schon. Ah. Ja. Das hat sich Okay. halt mit meinen, die ich noch im Inventar habe, gleich Ja, gesteckt. genau. Ja. Nee, irgendwie geht das nicht. Ja, die Blume kriege ich wieder. Normalerweise gibt das immer einen Okay, Erfolg, dann aber. musst du wirklich was abbauen. Was hatte ich denn jetzt? Ach ja, den noch. Gleich mehr. Wobei die Türen gehen ja nach Ja, das außen habe ich auch auf, gedacht, aber ne? dann müsstest du Ich habe eine Idee, einen wie wir weiter das nach hinten hinkriegen, setzen. eventuell. So, dann muss ich jetzt wirklich mal was hier. Alter, wie viele Blätter wir haben, So. ne? Könnte man das machen. So und so. Ja, die stehen da. Na! Gucken. Ja, sehr Das gut, gut. okay. Und dann kann ich ja jetzt mal mit der Säge Genau. arbeiten. Ich habe da das restliche Holz, da oben ist noch ein bisschen was drin. Mal Ja, nutzen. ich lasse es erstmal da drin. Nein, so rum war's. Gut. Das hier. Die Säge geht ja gar nicht Nee. kaputt. Früher in Tekkit ist die kaputt gegangen. Also hatte die Haltbarkeit zumindest. Baue ich nämlich die Wand nur einen halben Block dick. Ja, das ist auf jeden Fall cooler. So. Okay. Die hat auch nicht wirklich Fenster, dieses kleine Gebäude hier. Das ist einfach nur ein dunkler Lagerraum. Ja, aber es steht eigentlich auf Stelzen, ne? So wie das aussieht eigentlich. Also ich würde diese äußere Reihe vielleicht dann sogar. Aber das sieht dann auch wieder ein bisschen blöd aus. Oder sehe ich das falsch? Ne, das steht auf Stelzen. Warte mal. Die Stelzen kannst du aber aus dem Oh, schwarzen Holz. Holz machen. Wart ihr. Dann noch Holz. Warte, oder Stein. Das könnten auch Steinstelzen sein. Ich weiß Ah, es okay, nicht. stimmt. Dann mache ich mal Die kriegst du aber nicht da drunter, Cobblestone. ne? So. Das geht nicht. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Normalerweise nicht. Muss das erstmal ein bisschen kleiner machen. Obwohl, stimmt, wenn du die mit dem anderen, mit dem Microblock, das könnte sein, dass das wieder funktioniert. Aber die normalen Slabs funktionieren halt nicht. Ich mache nochmal Slash Vote Day. Vote yes. Gut. Warte, hier vorne muss man das ja dann auch anfassen. Mal den Bäumen ab. So. Dann wir. Doch, das geht Ja. hier. Okay, dann ist mit den Halt, warte, Microblocks dann, das. ne? Das passt noch nicht ganz.
müsste ja dann hier so sein. Theoretisch. Ich brauche noch mehr, muss noch mehr klein machen hier. Ach so, willst du es weggeschmissen? Ja, okay, das geht natürlich, klar. Das ist ganz gut. So, das ist jetzt, das, ich glaube, ich mache das nur einmal, aber einmal will ich es jetzt machen, dass ich wirklich was nachbaue. Gut, dann machen wir das noch kleiner. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir das dann irgendwie hinkriegen. Huch, ach nee, hier ist diese Blume, deswegen konnte ich das gerade nicht platzieren. Also darf sie doch nicht da stehen. Gewundert. Nein, leider nicht. Achso, jetzt willst du da diese Stelzen. Gut. Ja, das würde wahrscheinlich gehen, ja. Ja, dass man die nicht aus dem Dunkelholz machen kann. Die Stelzen werden dann vielleicht sogar ein bisschen dunkler. Was du natürlich auch fürs Dach machen könntest, ne? Du könntest natürlich Heuballen da hinsetzen. Kann man ja auch craften. Das wäre natürlich auch. Ja, genau. Das, dann lassen wir das Dach vielleicht sogar erstmal weg oder keine Ahnung. Dann mal was gucken. Das fände ich ziemlich nice, das richtig mit Heuballen dann zu machen. Aber so viel Heu haben wir, glaube ich. Also ich hatte gerade 13 und habe mir 4 Brote gemacht. Das war natürlich clever. Naja, ich was zu essen, das ist auch gut. Ich guck mal eben, unten am Strand müsste eigentlich noch ganz viel sein. Dürfte eigentlich nicht weg sein. So, dann mache ich hier nochmal komplett den Boden raus, weil da wollen wir jetzt die. Wollen wir auf Stelzen setzen, das Haus hier. Das andere müsste theoretisch gesehen dann ja auch so sein, ne? So ähnlich. Das sieht man auf dem Bild schlecht, was ich habe, finde ich. Ob das auch auf Stelzen ist, das Große. Ja, ich würde schon sagen, so ein bisschen. Oder auf jeden Fall, dass der untere Bereich. Dass der obere Bereich an den Ecken gestützt wird, also dass der ein bisschen mehr Platz hat als der untere. So sieht das vielleicht aus. Oh, hier ist doch ganz schön viel. So, dann würde ich da, sieht es auch aus, als wäre da ein Fenster. Dann probiere ich da mal ein Fenster anzudeuten. Boah, so viel. Du hast dann von dem gleichen Material halt gleich mal so viele verschiedene Sachen. Macht man denn nochmal Heublöcke? Ach du. 9 Stück für einen. Oh, das ist krass. Oh ja. Das ist echt viel. Hallo. So, dann kommt hier noch eine Stütze hin. Also manchmal gibt er mir Fisch und manchmal nicht, der Typ hier. Das ist irgendwie ein bisschen random, stimmt. So. Ich dachte jetzt gerade, ich hätte meine Axt verloren. Meine schöne Diamant-Axt. Und warum will ich eigentlich gerade die Axt verwenden, um Stein wegzumachen? Das ist genauso schlau. Du kannst es bestimmt, aber... intelligenter Junge bist. So, das muss, glaube ich, noch ein bisschen länger sein. Ich finde das nicht gut, dass ich gestalkt werde von Leuten, die mir angucken können. Man kann nicht alles haben. Ja, cool wäre natürlich, wenn du jetzt dir den Unsichtbartrank machst und dann auch auf der Karte auf der... Dann bist du auf der Karte unsichtbar. Das ist ja geil. Ja. Theoretisch, ich habe es noch nicht getestet, aber eigentlich sollte man dann unsichtbar sein. Das wäre cool. Oh ja. Und dass man noch mal irgendwann noch mal die Möglichkeit dazu hat, so irgendwie solche sneaky Angriffe auf die Gegner zu machen. Dann in die gegnerische Stadt rein. Mit Unsichtbarkeitstränken oder so. Wäre bestimmt cool. Ich denke schon, dass sich solche Sachen ergeben werden. Wäre echt stark. Irgendwann. So, hier waren jetzt 1,5 Blöcke Platz. Dann mache ich das hier auch. Die Truhen ein bisschen im Weg? Nö, geht eigentlich, oder? Nö, geht noch. So, dann sieht das jetzt ungefähr aus wie
Ja, ein bisschen unförmig schon, aber das wird geht doch. Schon enden. Hast du die Säge gerade noch hier kurz? Ja. Ja. Liegt ja, da. Ich hab's gesehen. Genau. Wollte mal eben gucken, ob man die Heuballen. Oh, das kann man sogar. Das ist ja cool. Man kann die Heuballen auch schneiden. Das ist auch nice. Aber ja, nur in einer. In einer Richtung. Aber die kann man dann ja trotzdem hinlegen, oder wie war das, ne? Ja, ja, ja. Du hast noch 15 Minuten für heute. Bei mir steht nichts. Bei mir auch nicht. Kommt bestimmt noch bei euch. Oh, jetzt kommen hier echt ganz viele Eichenbäume nachher. Nur, ja, richtig so, ne? Ich glaube, ich behalte 2 Setzlinge mal wieder bei mir im Inventar, nicht, dass nachher irgendwie alles abholzt und ja, den und Dache und haben gar nichts mehr davon. Kann man sich auch eigentlich eigene Truhen machen und die protecten? Nee, ne? Prinzipiell nicht, ne. Also ich werde es so machen, es gibt ja die Burg zum Beispiel, wo eine Schatzkammer steht, diese Truhen werden protected, aber das sind allgemeine Teamtruhen. Also da kann dann sozusagen, du kannst da zwar, also nur Teammitglieder können ja da was draus klauen. Also das Einzige ist die Ender Chest, die wie sonst auch immer. Ja, okay. Aber nee, da gibt es noch was, also die Bank gibt es auch noch. Oh, die hat wirklich eine Funktion. Okay. Die ist auch wie eine Ender Chest, noch zusätzlich sozusagen. Ah, oh, okay. Nur, dass da eine Doppelkiste Platz ist, wenn du es erweiterst. Genau. Warte, wie machen wir nochmal eine Ender-Chest, sondern nur einfach nur... Rundum? 8 Obsidian und eine Ender-Auge. Ender-Auge, genau. Eye of Ender. Eye of Ender ist auch das mit dem Blaze-Rod-Dings-Zeug, ne? Ach du Kacke. Na, genau. Hier dafür hätte ich. Brauchen wir erstmal in die Hölle. Theoretisch, ja, können das nicht auch Hexen droppen? Manchmal zufällig. Nee, meine Zucker nicht. Können die noch droppen. Zucker, Redstone, Glowstone, Flaschen. So. Gut, wie weit ich das hier dann machen werde, weiß ich noch nicht, weil hier kommt ja dann irgendwie der Übergang zu dem zweiten Gebäude. Theoretisch gesehen könnte jetzt hier schon die so ein Dach drauf, ne? Also so eine gerade Fläche, oder? Oder willst du das 3 hoch machen? Nee, ich würde das schon 3 hoch machen, wobei... Ja, wieder ein bisschen was anderes wäre. Eigentlich ist das ja relativ bündig oben mit den Türen, ne? Ja. Dann würde ich sagen, dass... warte mal, habe ich Erdblock irgendwas... Ja, da habe ich Erdblöcke. Dass irgendwie das Dach dann hier so anfängt ungefähr. Und dann halt nach oben geht. Okay. Ja. Und wir haben noch nicht genug Weizen. Nee, nee. Schätze ich mal. Ich hab nur 8 gerade. Also 8 von dann den. Muss man halt erstmal aus normalem Holz machen. Achso, kann ich nochmal die Säge, natürlich. Säge haben. Holz haben. Dankeschön. Mhm. So. Zack. Dann tue ich die Säge erstmal wieder hier rein und trotzdem dran denken, dass wir die dann rausnehmen. Also hier vorne würde ich dann aber so noch machen. Ich glaube, das ist da ja auch so ein bisschen, dass da vorne dann normale Dings sind, ne? Eine Säge so und dann dahinter die Dings. Wobei wir da für Kontrast vielleicht doch das dunkle Holz nehmen könnten. Auch wenn es auf dem Bild jetzt nicht ist. Also wir können es ja dann später noch durch Heu ersetzen. Ich brauche dann nochmal die Säge. Dann mache ich das mal eben. Das nochmal zerteilen. So. Schade, dass man die Stufen nicht zerteilen kann. Das wäre auch noch nicht schlecht. Oh, da ist schon der Stalker, Finn. Ja, Marc hat auch vorhin auch schon geschrieben. Nö. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist kacke mit der Map. Den brauche ich gar nicht so. So, ne? So. Ich nee, das passt nicht. Ich glaube, das ist Marian. Würde der meinen Namen nicht wissen. Oder irgendwer weiß also nicht. Also wieder wegmachen, die Schwarzen.
Nee, nee, die, den einen Block, den du gerade gesetzt hast, der war nur komisch. Ja, komm schon. Wir haben jetzt übrigens die 16-Minuten-Marke gleich. Gut. Okay. Ruf. Da muss der dahin. Dahin muss der, genau. Woher? Der dann da. Ah, okay. Mich vorhin schon gewundert, ich habe keinen Fallschaden vorhin bekommen, aber ich bin nicht im Fly-Mode. Also, irgendwie ist das gerade komisch. Entweder sind das Server-Lags oder keine Ahnung. Also, manchmal bekomme ich auch dementsprechenden Schaden. Also, von Fallschaden kann ich ein Lied singen, aber ich war gestern dran gestorben. Ich bin gestern schon dran gestorben. So, wäre das dann ja, ne? Gut, und das hier ist ja die Ebene, wo man dann theoretisch gesehen noch drauf gehen könnte, wenn man wollte. Nochmal für alle in dem Video, Lava-Buckets zu haben sind jetzt verboten, das heißt, man kann theoretisch jetzt keine Lava mehr aufnehmen, weil wir eben so... Genau, so wie die Falle gebaut war, die eine. Nee, Marian hat mir gesagt, dass da wohl 3 Lava-Quellen angeblich neben waren und die einfach die weiter aufgebaut haben. Also das hier, was ich jetzt gerade in der Hand habe, darf ich nicht mehr haben. Hattest du den vorher schon in der Hand? Ja, ich hatte den gestern beim Farben mitgenommen. Dann, ja. Dann darfst du behalten. Sachen, die schon im Inventar waren, bleiben anscheinend erhalten. Aber du kannst ihn eh nicht setzen, soweit ich weiß. Du kannst ihn nur in den Ofen tun. Du kannst gerne mal versuchen zu setzen. Also dürfte nein, das ist ach, der ist nicht leer. Aber ich habe, okay. Ja, du darfst, kannst es halt nur in den Ofen. Aber du kannst nicht setzen. Oder du benutzt einen Dispenser. Ah, bringst mich auf Ideen. Ne, ich würde ihn jetzt in den Ofen tun. Ja, ist halt 64, ne? Oder wie viel waren's? Glaub sogar mehr, oder? Oder 128, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mehr, als man braucht. Genau. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Ich weiß nicht, ob hier dahinter noch ein zweites Fenster ist. User joined your channel. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Wobei, ich würde da sogar ein zweites Fenster noch reinmachen, einfach. So, bei denen jetzt da unten, ja. Guck mal gerade. Baut ihr denn schon jetzt gerade? Wir bauen gerade ein Markthaus. Das letzte Gebäude, was im Endeffekt noch fehlt. Ah, perfekt. Bis zur nächsten Stufe. Ja, haben wir jetzt schon ein paar Holzfäller? Ja, wir haben einen Holzfäller. Der German Architect hat einen sehr schönen Holzfäller gebaut. So würde das übrigens mit dem Dings jetzt aussehen. Kannst du mal gucken. Man kann da auch Treppen von bauen? Nee, ich habe jetzt halt die einzelnen immer genommen. Also das sind ja diese Slabs und die kann man dann als Treppen einsetzen. Nice, ja, doch nice. Wobei man sogar fast überlegen könnte, ob man, warte mal, ich mach mal hier so die Ecke kaputt. So, kann ich nicht aufnehmen. Truhe, da. So, wenn man das dann nochmal kaputt macht. Hätte man diese Stäbe, ne, meinst du? Hätte man diese Stäbe, dann könnte man zumindest überlegen, ob man das Ganze dann, das ist natürlich ein bisschen Aufwand. Mach ich mal Erde. Und ach, du meinst Zeug. Die dann so an eine, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Das sähe wahrscheinlich auch ganz cool aus. Also sozusagen unten das weglassen, nur hier und... Stimmt, da spart man, glaube ich, ein bisschen, ach, ne? Da spart man sogar noch, ja. 2 Stück müsste man sparen dann, ja, das wäre auch nicht schlecht. Haben wir... genug Baupunkte für den Köhler? Nein. Wenn das Markthaus fertig ist, aber glaube ich. Dann haben wir 45. Ich glaube, das ist genug. Die zweite Stufe dann. Habe ich nicht im Kopf gerade, kann ich nicht sagen. So. So sozusagen wäre das dann. So, ja. Man kann das von oben ein bisschen sehen. Egal, ist mir wurscht. Warte, wow. Na. Das ist so viel Erde und Zeugs hier gerade. Ich bin ganz verwirrt. Okay, das geht natürlich. Ja, da können wir es mitmachen. Man kann da natürlich auch ganz schön Ressourcen sparen. Ich bin gerade überlegen, bei dem hier, ne? Wenn du das machen willst, wie willst du da die Wände machen?
Warte, ich komme gleich. Weil ich hätte da noch eine Idee, wenn man die nämlich... So, hier, die Wände, ja, die sind noch ein bisschen eintönig. Achso, hier, das stimmt nicht, hier muss, kommt noch was drauf. Sieht man ja auf dem Foto. Das heißt, das hier muss weg. Genau, dazwischen kommt dann das. Und das hier das auch erstmal. Diese. Kommt noch dieser Erker, ja, rein. Der Durchgang wird dadurch hin verlängert, so sieht das auf jeden Fall aus. Man könnte ja diese Eichenholzstämme, könnte man ja auch schneiden, ne? Und daraus die Wand vielleicht machen, wenn man die so waagerecht hinlegt, sieht das, glaube ich, bei dem anderen, dem großen Haus auch ein bisschen besser aus. Zumindest die Ecken. Ja. Irgendwie. Aber ich glaube, das muss auf jeden Fall einen weiter nach rechts, ne? Also steht hier noch ein bisschen zu nah an dem. Sonst bringt der Durchgang, fällt ja, ich würde sagen, wir bauen wirklich erstmal das linke Gebäude fertig und bauen danach das rechte. Okay, dann baue ich es wieder ab. Ja, gut, das mit den Verzierungen machen wir dann später. Ich schaue jetzt erstmal kurz wegen dem Erker. Der wäre dann ja irgendwie, keine Ahnung, habe ich noch so ganz kleine? Nein. Noch ein paar machen. Eisen geht auch schon wieder zur Neige. Ich habe noch ein bisschen Eisen auch gefarmt gestern. Aber ich werde dann wahrscheinlich wieder noch eine Farmfolge zwischendurch mal machen und mich dann irgendwie nachts ein paar Stunden für zwei Folgen, ein paar Stunden geht ja leider nicht, Farmen begeben. Noch 4 Minuten für heute. Bei mir steht es noch nicht. Nö, bei mir kommt es auch ein bisschen später. War es anscheinend schon früher drauf oder vielleicht hat das bei dir ein anderes Mal gezählt, wo du dem geholfen hast oder so? Nicht, ja, ich hab heute wem was geholfen, stimmt. Da war ich auf dem Server. Wäre das für dich nicht vielleicht noch eine Idee, irgendwie noch einen zweiten Account zu haben, wo du dann draufgehen kannst, um administrative Sachen zu machen? Ja, wäre schlau, aber ich habe keinen zweiten. Ja, muss ich mal hab gucken. Noch einen zweiten. Ich habe mir einfach mal irgendwann mal einen gegönnt. Meinen Namen haben wollte. Den anderen behalten wollte. So, hier kommt dann der Erker dran, sozusagen. Ja. Hier, die kannst du auch noch schneiden. Gut. Wenn du willst. Ja. Mach ich gleich. Und der soll dann ja auch so hier durchgehen. Aber der muss wieder mit schwarzem Holz, ne? Theoretisch gesehen. Der Erker? Also dieser Durchgang ist doch wieder dunkleres Holz, oder? Ja, nee, das stimmt. Das Dach müsste dann auch irgendwie mit dunklerem Holz. Das mache ich dann schon irgendwie. Okay, also hier willst du dieses Fenster, dieses große, was du gesagt hast, diese Erker hin, ne? Und gegenüber davon ist ja der Durchgang, ne? Also ich werde gleich. Ja, ich gekickt. Auch, aber ohne Vorwarnung. Also bei mir stand nicht irgendwie. Bei mir kam Vorwarnung. Okay. You get kicked in bla 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 Minuten, sondern jetzt steht bei mir einfach, you have hardly any time left, prepare to be kicked. Dann nehme ich mir mal noch schnell wertvolle Sachen aus der Kiste raus. Oh, da steht's nicht mal. Naja. Okay, das ist noch ein bisschen buggy, das tut mir leid. Macht ja nichts. Haben ja gut was fertig gekriegt heute. Ja, wertvolles Zeug ist hier. Ja, ich finde, optisch wird das bestimmt das Gebäude des der Woche, oder? Obwohl unser Fischerhaus natürlich auch nicht schlecht ist. Ja, ich weiß. Kannst du gerne aber demnächst mal in der nächsten Folge oder so Screenshots machen. Und dann kannst du das da mal posten. Oder dich generell erstmal in dem Forum anmelden, sozusagen. Gut, ja. Bei mir steht zwar, ich habe noch 2 Minuten left, aber ich gehe jetzt einfach mal vom Server und bedanke mich fürs Zuschauen, auch im Namen der anderen. Ja. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss.